Herzlich willkommen zum Panel, wo es darum geht, einige Stolpersteine, die auf dem Weg liegen, zu überwinden, um zu einer Neuformulierung der revolutionären Theorien zu gelangen. Insbesondere wird es darum gehen, den bisherigen Blick auf die Frauenfrage als einen Nebenwiderspruch, als ein nicht so wichtiges Thema zu überwinden und die Rolle der Frauen bei einer gesellschaftlichen Veränderung als zentral darzustellen. Dazu haben wir heute einmal Ahmed Pelder, der uns was erzählen wird zu dem Thema, wie man dazu kommt, dass man diesen kapitalistischen Kreislauf der Produktion, wo es darum geht, dass Produktion und Ökonomie nur als Selbstzweck ist, wie man das überwinden kann und dazu kommt, die Erfüllung der menschlichen Bedürfnisse wieder zentral werden zu lassen. Auch die Ökologie ist ja bekannterweise oft als Nebenwiderspruch oder als Nebenfrage behandelt worden. Und auch hier müssen wir eigentlich dazu kommen, das zu überwinden. Den Beitrag hierzu wird Ahmed Pelder leisten. Dann freue ich mich sehr auf Fidan Yildirim, die uns was erzählen wird zu dem Thema, wie gerade auch in Rojava Erfahrungen gemacht werden im Thema Selbstverteidigung, Selbstermächtigung, Selbstorganisation der Frauen, wo es auch darum geht, diese mediale Darstellung der kurdischen Kämpferinnen zu durchbrechen, wo eigentlich nur Bilder transportiert werden, aber nicht die Inhalte, wofür diese Frauen kämpfen. Auch das soll heute geleistet werden, dass wir erfahren, wofür diese Frauen politisch aktiv sind. Sara Aktash wird uns ebenfalls dazu was erzählen, zu der zentralen Rolle der Frauenbewegung, also wo es darum geht, dass man auch mal darstellt, keine gesellschaftliche Emanzipation ohne Frauenemanzipation, dass wir dazu kommen, wie schon gesagt, dass die Frauenfrage nicht als Nebenwiderspruch abgehandelt wird, sondern zu einem Ursprung von Herrschaft und Ausbeutung als solcher begriffen wird. Wo es auch darum geht, dass man eben gerade nicht die Frauenfrage auf die Zeit nach der Revolution verschieben kann, sondern eigentlich, dass die Frauenfrage schon ein Teil des revolutionären Prozesses sein muss. Nazan Üstündar wird uns dann zu dem Zusammenhang und Verbindung zwischen Staat und Familie etwas erzählen. Sie wird darstellen, wie Patriarchat und Staatlichkeit zusammenhängen oder anders gesagt, inwiefern die Familie die Keimzelle des Staates ist. Und sie wird uns hoffentlich auch Überlegungen präsentieren, wie zum einen die patriarchale Familie überwunden werden kann und wie der Staat insgesamt zu überwinden ist. Der letzte Beitrag wird dann von Dila Dirik kommen. Sie wird darstellen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einem westlichen Feminismus und der kurdischen Frauenbewegung und die Konzepte, die dort entwickelt werden. Sie spricht sich gegen einen individualistischen Feminismus und versucht, die Frauenbefreiung als kollektiv und gesellschaftlich zu denken. Sie wird auch dann auch hoffentlich darstellen, inwiefern bestimmte Varianten des Feminismus durchaus im heutigen Kapitalismus integriert sind oder integrierbar sind. Und auch hier geht es dann darum, aus Rojava zu lernen, also zu sehen, welche Rolle die Frauen dort in den Strukturen spielen, wie die Selbstorganisation der Frauen sind und wie im Projekt Rojava versucht wird, gegen Sexismus und Patriarchat vorzugehen. Das sind die Vorträge, also doch durchaus volles Programm. Und wir werden noch einen Überraschungsgast haben, das kündigen wir aber dann, wenn es dann tatsächlich dazu kommt. Dann gebe ich als erstes zu Ahmed Pelder.